Aus meiner Sicht das absolute Highlight war heute die Bekanntgabe der US-Notenbank Fed, dass Fed-Chef Jerome Powell im Januar ein Telefonat mit Wladimir Zelensky geführt hat, dem ukrainischen Präsidenten. Das Problem war nur, das war gar nicht Zelensky, sondern das waren zwei Russen, die sich als Zelensky ausgegeben haben. Und die konnten dann mit Jerome Powell mal ganz entspannt über die weitere Zinsentwicklung und die Frage Rezession diskutieren. Und das ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Erstens ist es natürlich humoristisch extrem wertvoll. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich als amtierender bayerischer Ministerpräsident Strauß ausgebe, der mal fragen, wie die Zinsentwicklung auf die Wirtschaftsentwicklung Bayerns abstrahlen wird, nicht wahr? Und genau das hat Jerome Powell auch bereitwillig geantwortet oder beantwortet. Und zweitens zeigt das eben, wie die Denke von Jerome Powell ist, vor allem auch in Sachen Rezession, denn er hat in diesem Telefonat gesagt, ja, das kann zu einer Rezession kommen, etwas, was die Fed dann erst in ihrem März-FOMC-Protokoll als erste Mal als Möglichkeit in den Raum gestellt hat. Und heute haben wir viele Hinweise wieder darauf bekommen, dass diese Rezession kommen wird. Warum, wieso, weshalb, das werde ich gleich mal zeigen. Schauen wir uns hier mal dieses Telefonat an. Wie gesagt, das war im Januar und da sagte Jerome, wir werden noch zweimal die Zinsen anheben und dann mal gucken, was passiert. Inzwischen hat die Fed ja zweimal die Zinsen angehoben und sie dürfte sehr wahrscheinlich im Mai sie dann nochmal anheben. Das wäre also das dritte Mal. Dann sagt er, dann gucken wir mal, was passiert. Wir werden sie aber auf jeden Fall sehr lange sehr hoch halten. We'll keep them there for quite some time, sagt er hier. Und hier das Wording der US-Notenbank Fed. Ich hoffe, Sie können das hier sehen. Paul hat an einer Konversation teilgenommen von jemand, der sich ausgegeben hat als ukrainischer Präsident. Es war eine freundschaftliche Konversation. Also das ist wirklich lustig. Da bedient man sich also dieses Diplomatensprechs für freundliche, konstruktive Diskussion. Und aber es ist da nichts Schlimmes passiert und so weiter und so fort. Aber interessant ist, dass Paul eben sagte, we will tell you a recession is almost as likely as very slow growth. Also eine Rezession ist etwa genauso wahrscheinlich wie ganz langsames Wachstum. Wie gesagt, die Möglichkeit einer Rezession hat die Fed erst im FOMC-Protokoll aus dem März das erste Mal zugegeben, nachdem der Staff der Fed sich die Daten angeschaut hat. Und heute haben wir wieder mal Daten bekommen und die waren aus meiner Sicht ziemlich eindeutig, nämlich das BIP aus dem ersten Quartal. Und das ist mit 1,1% deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Erwartet war 2,0. Hier rechts sehen Sie mal die Prognosen 2,6, 2,3, 2,2, 2,2, 2,0. Nur Barclays und Wells Fargo waren am dichtesten dran mit 1,0 und 0,8. Also schon eine ziemliche Überraschung auf der Unterseite. Und vor allem, wir sehen hier die Core PCE 4,9% statt 4,7% erwartet und vor allem den GDP Price Index, das ist der BIP-Deflator, wie er heißt, wie er auch genannt wird, 4,0 statt 3,7%. Ergo, wir haben nach wie vor Preisdruck, nach wie vor offenkundig in diesem ersten Quartal wirklich einen Inflationsdruck gesehen. Und schauen wir uns das hier in diesem Chart mal an. Also da ist sozusagen von einem Nachlassen der Inflation zunächst mal nichts zu sehen, hier die verschiedenen Quartale. Und hier sagt die Commerzbank in einer Interpretation, dass die Daten zeigen, dass sich die Wirtschaft ja noch einigermaßen passabel gehalten hat, aber dass dann im zweiten Halbjahr eben eine Rezession kommen dürfte. Vor allem eine milde Rezession erwartet man da, aber man weist auch darauf hin, dass die Daten aus dem Januar sehr gut waren, dann im Februar schon schwächer wurden und im März dann richtig schwach wurden. Und was war im März da? Waren die Pleiten von Silicon Valley und Signature Bank. Aber nochmal kurz zurück zum Preisdruck. Morgen bekommen wir ja die PCE-Daten. Das ist normalerweise die Inflationsdaten, PCE, Personal Consumption, Expenditure, normalerweise das, worauf die Fed am meisten achtet. Die Märkte konzentrieren sich ja meistens auf die CPI. Also das kommt morgen 14:30 und hier wird erwartet 4,10% PCE und Core PCE 4,56, also noch relativ hoch. Wir werden sehen, ob es so reinkommt. Und nochmal zurück zu diesen BIP-Daten und dieser Preiskomponente in diesen BIP-Daten, da sagt Chris Zaccarelli, also das war eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Erstens schwaches Wachstum und zweitens weiter hoher
Inflationsdruck. Dementsprechend wird die Fed eigentlich kaum eine Möglichkeit haben, demnächst die Zinsen zu senken. Jörg Krämer allerdings von der Commerzbank weist darauf hin, dass das BIP deswegen schwach war, weil die Unternehmen kaum die Lager aufgefüllt haben. Also Lagerauffüllung ist ja auch Wachstum. Das Inventory ist ein Bereich des Wachstums. Ohne diesen Effekt wäre das Wachstum um 2,3% höher ausgefallen. Das heißt aber auch, dass man jetzt langsam die Lager abverkauft hat. Das hat man eben gemacht, weil man in Corona-Zeiten versucht hat, sich Ware zu sichern, die man dann eben jetzt wieder losgeworden ist. Deswegen vielleicht auch die Inflation zwischenzeitlich eben zurückgegangen. Aber schauen wir uns noch mal ein paar Daten an aus dem März, die jetzt bekannt geworden sind. US Imports of Consumer Goods, also Konsumgüter, minus 20,6% zum Vorjahresmonat. Das ist noch krasser als während der Pandemie, minus 18,3%, und in der großen Finanzkrise, also die Finanzkrise, mit 18,8%. Dann zum Beispiel Trucking, also Transporte mit Lastwagen. Hier sehen wir diesen Index, Trucking Demand Drops in March. Das geht deutlich runter, und ich glaube, dass eben dieser März ein echter Gamechanger war, auch für die Wirtschaft. Eben dieses Erschrecken über die Pleite von Banken. Und jetzt sagt einer zum Beispiel, dieser Logistiker, ich nehme jede Ladung, die ich bekommen kann, denn die Aufträge, die brechen uns weg. Und hier sehen wir mal die Tightening Credit Conditions etwa für Small Businesses, die ja etwa die Hälfte der Arbeitsplätze stellen oder die Hälfte der Arbeitsplätze letztendlich garantieren. Hier sehen wir, dass da offenkundig Pläne, Investitionspläne etc. so stark zurückgeschraubt wurden wie seit 2009 nicht mehr. Also wir sehen hier durchaus Probleme, und diese Probleme, die treffen ja vor allem derzeit diesen Gewerbeimmobilienbereich, Commercial Real Estate. Heute zum Beispiel Vornado Realty, das ist ein Unternehmen aus New York, das an der Börse gelistet ist und eben Gewerbeimmobilien besitzt. Die wurden heute vom Handel ausgesetzt, Aktie deutlich unter Druck, weil man jetzt eben die Dividende erstmal gestrichen hat. Und hier zum Beispiel ein Artikel im Wall Street Journal, da ist San Francisco Office Tower, der 2019 noch 300 Millionen Dollar wert war, der jetzt wohl angeboten wird für 60 Millionen Dollar. Das sind 80% Preisverlust in, naja, 4 Jahren. Also wir sehen, wie stark da die Abwärtsdynamik in diesem Bereich ist, in dem ja die Regionalbanken auch engagiert sind. Und dann hatten wir heute Konjunkturdaten zugegeben, neben dem BIP aus der zweiten Reihe. Aber das ist etwas, worauf schon auch geachtet wird. Kansas City Fed Manufacturing Index minus 10, eigentlich erwartet minus 2. Alles ist nach unten gegangen, bis auf Preise, Raw Material Prices und Endproduktpreise. Und das zeigt, dass letztendlich eben alles nach unten geht, nur die Preise nicht. Das zeigt, dass wir wahrscheinlich hier in einem stagflationären Umfeld sind. Einer, der hier befragt wurde, sagt, Inflation is killing my business. Also die Inflation, die macht mich wirklich kaputt. Und dann hatten wir noch die Pending Home Sales, die anstehenden Hausverkäufe, auch über 5% gefallen. Und interessant auch, was Diego Fasnacht hier berichtet. Das spricht jetzt dann eher für Deflation, aber eben auch für schwache Wirtschaft. Nämlich die Preise für Lumber, für amerikanisches Bauholz, sind in den letzten 5 Tagen 11% gefallen. In den letzten 30, 15, in den letzten 180 Tagen 31% und seit einem Jahr 67% gefallen. Also es geht nach unten, und gleichzeitig eben nochmal das Thema Bankenkrise. Die Frage jetzt, ob man so eine Art Lehman-Moment zulassen wird im Regionalbankenbereich der USA, nachdem die Regierung Biden ja gesagt hat, nö, also wir wollen erstmal nicht retten, das können doch die anderen Banken mal übernehmen. Die anderen Banken sagen, nö, lass das doch mal die Regierung machen, die ist doch dafür verantwortlich. Also das könnte hier eine der entscheidenden Fragen werden, aber wenn wir eins und eins zusammenzählen aus diesen Daten auch der letzten Tage und Wochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession eben überragend groß, und die wird noch größer, wenn wir hier mal Jim Cramer uns anhören, der sagte, ich bin die einzige Person jenseits von Jay Powell, die nicht glauben, dass wir in eine Rezession fallen. Damit ist die Rezession garantiert, könnte man sagen. Kommen wir to the markets. Wir sind euphorisiert, oder die Märkte sind euphorisiert über die mediokren Facebook-Zahlen, Meta-Zahlen. Die zeigen letztendlich, wenn man so will, ein stagnierendes Business. Gleichwohl die Aktie heute
zweistellig im Plus. Wir sehen die Dickfische, die heute wieder steigen. Eine Microsoft, eine Apple, eine Google und vor allem auch eine Amazon, fast 4% im Plus, die ja heute nachbörslich ihre Zahlen berichten werden. Dazu gleich mehr. Insgesamt, auch wenn heute die Marktbreite besser ist als in den letzten Tagen und Wochen, sehen wir aber nach wie vor eine Konzentration auf diese Big-Tech-Werte. Das hatten wir zuletzt eben am Allzeithoch, das war Januar 2022, als die Fed klargemacht hat, wir werden umsteuern, aber die Märkte vorher nochmal richtig nach oben gelaufen sind, der S&P 500 auf 4.800 Punkte gestiegen und heute Jefferies mit der Aussage, die Märkte machen Party, als wäre es 1999, ja, man könnte auch sagen, sie machen Party, als wäre es 2021, da war das Thema ja, Tech ist cool, Tech ist der Place to be, da sind ja die großen Tech-Werte nach oben geschossen, das Gegenteil war dann 2022 der Fall, nur 32% der Aktien im S&P 500 entwickeln sich besser als der Index, also als der S&P 500 selbst, das gab es zuletzt eben vor über 20 Jahren, damals auf dem Weg in das Platzen der Dotcom-Blase. Und hier sehen wir mal, wie stark vor allem Hedgefonds investiert sind in diesen Big Techs, vor allem Microsoft, Google, Meta. Dann sehen wir auch Amazon. Also das sind die Lieblinge der Hedgefonds. Und was ist jetzt, oder die Frage ist, was passiert, wenn die mal rausgehen wollen oder eben müssen? Aber es ist vielleicht auch ein Grund, warum die bis auf Microsoft eigentlich eher mittelmäßigen Zahlen so gefeiert werden, weil man dann das als großen Erfolg verkauft. Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, dann sehen wir die Outperformance europäischer Aktienmärkte gegenüber Emerging Markets Aktien ist mit 13% so stark wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht. Mehr, nur in 5% der Fälle war das so. Also wir sind gewissermaßen in der 96. Perzentile und das in einer Situation, wo es ja in Deutschland vielleicht schwierig werden könnte. Selbst die ARD sagt, für die Industrie verliert der Standort Deutschland zunehmend an Attraktivität. Unklare Perspektiven, hohe Kosten für Energie, fehlende Rohstoffe und eine ziemlich erratische Wirtschaftspolitik, das kommt also jetzt so langsam in den öffentlichen Medien an. Und Destatis, die deutsche Statistikbehörde, hat heute revidierte Zahlen nochmal gebracht zu den Reallöhnen in Deutschland 2022. Die sind um 4% gesunken. Das ist eine Art Verarmung, die hier stattfindet. Also die Löhne steigen viel langsamer als eben die Inflation. Das soll ja jetzt durch Verhandlungen, Tarifverträge etc. geändert werden. Und immerhin ein Hoffnungszeichen in Sachen Inflation vom IFO. Immer weniger Firmen wollen hier in Deutschland ihre Preise erhöhen. Nur noch 21,5% der siebte Rückgang in Folge. Gleichwohl hat die EZB jetzt einen neuen Sündenbock entdeckt. Die hat sich nämlich die Frage gestellt, ja, warum ist denn die Inflation so hoch? Weil eben die Löhne so stark steigen oder weil die Firmen ihre Preise so anheben. Man kam nicht auf die Idee, dass die Inflation maßgeblich auch durch die EZB selbst, nämlich durch die enorme Ausweitung der Geldmenge zustande kam, die dann durch Corona und eben den Ukraine-Krieg inflationswirksam wurde. Also sagt man jetzt, oh, die Gier-Inflation, die Unternehmen, die ihre Preise so stark angehoben haben, das ist das eigentliche Problem. Das ist gleichzeitig eine erste Artikelempfehlung. Meine Damen und Herren, unter dem Video. Die zweite Empfehlung, und die hat es auch in sich, nämlich Scholz und die Bundesregierung überlegt, Chipchemikalien oder Chemikalien, die man für die Produktion von Chips braucht, nach China zu unterbinden. Das ist noch nicht beschlossen, aber in der Überlegung passt in diese Strategie der Amerikaner, die Chinesen da ein bisschen klein zu halten. BASF und andere dürften dann diese Chemikalien nicht mehr nach China exportieren. Das wird die Chinesen sehr, sehr freuen. Und wir sind ja deutlich abhängiger von den Chinesen wirtschaftlich als eben die Chinesen von uns. Zweite Artikelempfehlung und letzte Artikelempfehlung. Heute nochmal die Amazon-Quartalszahlen. Wir berichten über diese auf Finanzmarktwelt um 22 Uhr. Hier mal eine Vorausschau und Amazon ist ja ein wirkliches Schwergewicht mit drittschwerste Aktie im S&P 500 mit etwa 2,7% der Marktgewichtung des gesamten oder bewegt 2,7% der gesamten Marktkapitalisierung im S&P 500. Heute wurde bekannt, dass man Leute entlassen wird im Cloud-Bereich zusätzlich zu den
nämlich 8.000, 9.000 Leute zusätzlich zu den 18.000, die man sowieso schon gefeuert hat. Und man hat auch jetzt die Health Focused Harlow Division aufgegeben, also einen Bereich Gesundheitssektor. Das hat man jetzt gelassen. Wir dürfen gespannt sein, wie die Zahlen sind. Wie gesagt, ab 22 Uhr werden wir darüber berichten. Und diese drei Artikel zur Empfehlung. Ich sage jetzt Servus und Ciao.